Guten Tag, Leute, herzlich willkommen bei SRC. Bei der fünfte Lauf in Moskau, Moskau Raceway. Von gleich der Quali an, aber zuerst nochmal etwas freies Training. Das Quali anfangen.
So, Leute, es geht los. Wir gehen jetzt im Qualifying rein. Wir haben leider nur 10 Autos, 10 Fahrer. Aber lassen uns das Spaß nicht bedarben. Mal gucken. Michael Heidorf, bis jetzt hat er absolute Bestzeit gefahren in die Hotlap-Liste. Mal schauen, was er jetzt im Qualifying auf die Beine stellt. Ich sehe, dass da Jörg Buckert, Kollege von der Michael Heidorf, auf eine schnelle Runde. Mal zuschauen, was da für eine Zeit hinknallt. Moscow Raceway, ich kann die Strecke leider selber nicht so gut. Glaube ich, nur die kurze Variante mal gefahren. Aber ich habe von Jungs gehört, die Strecke ist schon richtig schwierig zu fahren. So viele Trainingsrunden haben, für ein bisschen Setup so hinzukriegen. Ja, mal schauen, wer das Beste hingekriegen hat, ne? Mal gespannt. Da dreht sich da Michael Welle. Das war Glück. Ah ja, bis jetzt der Jo Burkhardt auf 1 mit 31,772, auf Platz 2 Michael Heidorf. Aber da geht sich noch verbessern. Bei Manfred Schneider, der kann auch schneller. Mal achten auf die nächste Runde. Heidorf jetzt auf eine schnelle Runde.
Und bis jetzt absolute Bestzeit. Ein 30.042. Der Booker hat sich auch gleich verbessert. Ein 30.042. Und auf Platz 3. Manfred. Leider ein 30. Platz 4, Manuel Birkner mit 1.31.1. Platz 5, der Christopher Böhmann. Platz 6, der Peter Petrikowski. Zusammen Platz 5, 6. Platz 7, der Kevin Oderwald. Platz 8, der Michael Welle. Platz 9, Tobias Nemecek. Platz 10. Ich glaube, noch keine Runde gefahren. Christoph. Der Manfred 3,5 Zehnte oben seine Zeit ist. Diese Runde wird es ziemlich werden. Manuel Birken hat auch viel Zeit verloren. Hört mich schnell in die Box rein, neue Reifen auf und glaube noch einmal probieren. Geh mal auf das Auto von Christopher Böhmann. Kevin Oderwald, so jetzt, ja, kann sich noch verbessern. Mal die Runde zu Ende, mal gucken. Ah, geht in die Box rein.
1 Minute 5 geht der Christoph auf seine letzte schnelle Runde. Bei Mikawelle. Leider fehle ihm ein bisschen die Trainingsrunde von ein bisschen vorne mitzufahren, aber war gespannt, was er im Rennen macht. Da kann sich immer schnell anpassen. Für Jörg Burkhardt ist das Quali gelaufen, Platz 2, super Ergebnis. Mal gucken schnell, Platz 2 Jörg Burkhardt, Platz 3 Manfred Schneider, Platz 4 Manuel Bergner. Platz 5 noch mit Fahren, der Christopher Wirmann. Down. Ah, schade. Oh, warum macht er das? Klein bisschen Schauen hier, klein bisschen Fehler. Christoph Biermann auf 5, Platz 6 Kevin Oderwald, Platz 7 der Christoph, Platz 8 Tobias Nemeczek, Platz 9 der Michael Welle und auf Platz 10 der Peter Pietrit.
Oh, wir haben ein klein bisschen ein technisches Problem. Aber auch das kriegen wir ja hin. Guten Tag, Stefan. Ja, ich habe jetzt gewartet, Brian, bis du mich siehst. Schönen guten Abend. Ja, ich wollte noch von der Rennleitung ein, zwei Infos durchgeben, die vielleicht interessant sind. Ja, Quali heute ist die Beteiligung nicht so groß, ist eigentlich schade, aber es ist halt Urlaubszeit, ne? Das ist ein bisschen schwierig, dann ein Feld voll zu bekommen. Aber von den Fahrern, die da sind, haben wir in der Quali halt drei Fahrer gehabt, die mit den harten Reifen gefahren sind zum Schluss. Und das war halt der Tobias Nemeczek, der Kevin Oderwald und Christoph von Boczikowski. Die werden also auch mit harten Reifen starten und der Rest des Feldes müsste dann mit soften Reifen starten. So sind sie in der Quali auch gefahren. Ja, ja, ansonsten habe ich eigentlich nichts weiter von der Rennleitung zu berichten. Drück uns einfach die Daumen, ne? Ja, sicher. Interessant mal, dass wir zwei Strategien haben, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Ne? Also war ich auch überrascht, dass sie die komplette Quali mit harten Reifen gefahren sind. Nicht erst ein Stint mit soften und dann mit hart. Ich denke mal, die haben sich gesagt, naja, nee, wir fahren uns gleich mit harten Reifen ein in der Quali, gucken. Ja gut, und heute ist es ja so, wer durchkommt, ist auf jeden Fall in den Punkten bei nur 10 Fahrzeugen. Und da kann die Strategie schon viel ausmachen. Gut, das stimmt. Ich wünsche dir erstmal noch viel Spaß. Ich gehe erstmal wieder hoch in die Rennleitung. Und ich habe hier, wenn wir uns durch sein kommen, habe ich dich mit drinne. Also nicht erschrecken, wenn du mit angewispert wirst, wie die anderen Fahrer auch. Ne? Ja, ich finde es super, ne? Dann sind wir up to date, ne? Ja, genau. Okay, gut. Bis später erstmal. Bis später. Ciao. Wir schauen mal eben, wie lange es noch ungefähr dauert. So, 3 Minuten 30. Also die Zeit eben ablaufen, dass wir im Rennen gehen.
So Leute, wir gehen noch eben zurück auf Warm-up. Ein Fahrer runtergeflogen und es ist noch keine 8 Uhr und ah ja, ihr habt's gehört, Akku, Rennstart. Ich lasse die Zeit mal so ablaufen, ne, dass das Rennen anfängt. Ja, es sind noch immer 7 Minuten und 10 Sekunden. Ja, das ist wieder ein Live-Bild. Oh, guck, das hört sich mal besser an. Über eine Minute, Leute, gehen wir von Start. 5. Lauf. Moscow Raceway.
attention, grid, all non-essential personnel leave the grid now. Ob das Safeguard, fahr mal eine Probe und raus. Der Safety Car war bei uns gefahren, nur die Rennfunktion. Der Rennkommission besteht wie unsere Hasslose gar Max Müller und Stieg. Die Jungs, sie machen hier eine super Arbeit. Respekt für die Jungs. Noch. Mach mal ungefähr so 2 Minuten 50 auf die Crit. Auf die Startposition stehen. Ja, gut, sind alle jetzt draußen. Wie gesagt, 3 Leute starten auf die harten Reifen. Das wird schon interessant. Nemecek fährt auf harten Reifen. Und eben hier switchen mit der Kamera. Hier der Kevin Oderwald. Und da hat sich eine Reifen sind von Dattgalt. Also ganz vorsichtig sein. Aber ich glaube, da hat keinen Schaden abgelaufen.
Oh, und beinahe ein Unfall. So, in die Einführungsrunde, Aufwärmrunde. Hoffentlich passiert da nichts. Können Sie den Reifen schön warm fahren. Optimal wäre so ungefähr so 90 Grad, aber es ist richtig schwierig, die Reifen ein bisschen gut auf Temperatur hinzukriegen. Das ist auf hart. Okay. Wir gehen mal nach vorne. Strecke Außentemperatur ist 20 Grad, die Streckentemperatur 24 Grad. Ist nicht zu warm, nicht zu kalt. Abmachen, dass die Reifen machen jetzt. Und los geht's. Oh, das ging gerade gut, ey. Hopp, ah, da geht der Kasse, probier mal raus. Ganz eng zusammen hinter. Ich muss sagen, ganz enge Kiste hier. Ah, der Brett ganz hinter. Gucken, Petrovski auf Platz 7, der Captain Oderwald auf Platz 6, Tobias Nimicek auf Platz 5, der Michael Welle, super Start hat er hinbekommen, ey. Platz 4, der Manuel Wegner, Platz 3, Manfred Schneider, auf Platz 2, der Jörg Dukart und
Natürlich auf Platz 1, der Michael Heido. Peter Petkowski und der Kevin Oderwald. Oh! Und eine leichte Berührung. Oh, war nicht gut gegangen. Glück. Wobei, ich glaube, der Kevin Oderwald auf die harten Reifen steht und der Peter Petkowski auf die doffen Reifen steht. Ja, stimmt. Der Petkowski steht auf Soft. Auch ein schöner Kampf. Christoph und Christopher Bühmann. Und Michael Heidorf jetzt mit der schnellsten Runde ein 32.55. Der geht jetzt mal ordentlich Gas geben und probieren eine Lücke zu fahren. Auf Platz 2, Georg Burkhardt. Mike auf Platz 3 dahinter, der Manfred Schneider. Ein bisschen weiter weg, der Manuel Pegner. Eine schöne Gruppe zusammen. Manfred hat das Loch ein bisschen zu das nah dran gefahren. Es war eine Sekunde, jetzt 7/10. Mal abmahnen, was er noch kann. Und wieder schnellste Runde, Michael Heidorf mit 1:31.921. Und Manfred Schneider mit die schnellsten. Schnell.
Stand jetzt nur noch 2,5. Ah, oh, die schnellste Runde von Schneider war ein 1:31.921. Ein paar tausendste Unterschied. Wir laufen ein klein bisschen auf diese Battle drauf. Ganz wichtig hier die Exit von der Kurve, um eben auf der Gerade Abkügel offen und ran zu saugen. Manuel Birkner kommt jetzt auch ganz leicht bei ran. Bei 1. Mal gucken, ob wir noch zusammen sind auf die Ecke, ja. Kowski. Vorne. Auf Platz 6 der Michael Welle. Guter Start und war auf Platz 5 ein Platz zurückgefallen. Aber noch immer nicht schlecht. Alles ist da nicht möglich. Tobias Nimmsteck. Nimmsteck auf Platz 5. Mit die harten Reifemischung drauf. Bin mal gespannt, wie lange er durchfahren kann. Gegenüber die andere. Softere Mischung. Ganz leichter Fehler von Manfred Schneider. Da muss der Kurve hat etwas schon ins Spiel sehen, dass ein Manfred da viel später bremst.
gerade im Flugkurs. Oh, da war er viel spät auf der Bremse, hat fast gepumpt. Und jetzt hat der Manuel hinterm Arsch hangen. Schade für ihn. Aber so ganz viel Zeit hat er nicht verloren. Ist alles noch akzeptabel. Der Joachim Lucker macht jetzt Zeitgut auf der Michael Heidorf. Und der Manuel Birkhoff jetzt voll im Windschatten bei Manfred Schneider. Also, der schafft es. Ja, er schafft es vorbei. Manfred probiert gleich zu countern. Da, ein bisschen daneben, aber ich glaube, reicht nicht. Nein. Oh, jetzt viel zu weit, der Manuel. Und schwierige Überholmanöver von Manfred Schneider an die Innenseite. So muss es sein. Ich vermisse da ein paar. Ich glaube, der Michael Heidorf hat sich gut gedreht und ist in die Box gegangen. Das habe ich leider verpasst. Da ist er. Und der Jörg Burkhardt auch in die Box. Das wird eng. Oh, enge Kiste mit Michael Heidorf. Aber sauber gemacht. Gerade wieder Manuel rausgekommen. Wieder Tobias nimmt Jack, Entschuldigung. Der Tobias erfährt auf der harten Mischung und Tobias der Speed ein bisschen mithalten kann. Jetzt auf Platz 1 Manfred Schneider. Und der Manuel Birkner jetzt auch ab in die Box. Ein paar neue Reifen holen.
da rauskommt. Hinter der Tobias und ich glaube auch hinter der Kevin Oderwald. Na, mal gucken, ob er sich nach vorne arbeiten kann, der Manuel. Da bin ich mal gespannt, wie lange der Manfred Schneider außen bleibt. Ich glaube, er verliert ja viel Zeit jetzt, um draußen zu bleiben. Und geht auch in die Box rein. Da bin ich mal gespannt, dass er vor der Manuel rauskommt oder hinter der Manuel. Vorbei. Gott geht auch vorbei. Ich glaube, ich schaffe es noch. Ja, ich schaffe es auf Platz 3 zu bleiben. Und hier ein schöner Kampf auf Platz 5. Kevin Oderwald. Auf Platz 5 und auf Platz 6 der Manuel Wegner. Mit die frischeren Reifen natürlich. Und ein leichter Fehler von Kevin. Und Manuel ist vorbei. Hat er gut ausgenutzt. Aber ich glaube, er will das nicht aufgeben. Ah, jetzt verliert er. Kevin Oderwald voll im Windschatten bei Manuel und war zu spät auf der Bremse. Das war ein bisschen optimistisch. Na, jetzt noch immer auf Nummer 1, der Michael Heidorf. 4,3 Sekunden dahinter. Der Jörg Bugart. Auf Platz 3. Manfred Schneider. Auf Platz 4, Manuel Pilgner. Platz 5, Kevin Oderwald. Platz 6, Tobias Nemeczek. Da muss ich mal gemacht hat. Ich glaube, da musst du einen Fehler gemacht haben. Leider gedreht. Aber Platz 5, 6 jetzt gemeinsam rein.
Und auch wieder gemeinsam raus. So, Welle bleiben. Nein, der Mika-Welle vorbei. Bob Hürmann auf der 8 jetzt. Der Kevin Oderwald. Manfred Schneider, schnellste Runde. 1:31.9. Oh. Tobias Nemcheck in Slipstream. Da kommt der Topspeed zu kurz. Ja, was ist das für Exit Speed hier? Und hier kriegen wir einen Dreierkampf hier. Ja, Welle. Da kommt der Kevin Oderwald. Ganze enge Kiste hier auf der Gerade. Da kommt der... Kann der Kevin profitieren? Ja, und jene Seite, das ist zu eng. Oh, enge Kiste hier. Aber Kevin jetzt einen Platz aufgeschoben. Platz 6. Manfred Schneider wieder die schnellste Runde mit 1:31.533. Starten gleich mal über. Erstmal hier Dietmar anschauen hier. Und Kevin Oderwald hat sich vorbeigebückt. Aber jetzt erstmal die lange Gerade, ja. Und da hat sich dran gefahren, Herr Manfred.
dann 0,3. Also wir hoffen dieses Mal für ihn, dass er keinen Fehler macht. Also ein Kopf mit rein. Wohl. Saubere Aktion für ihn. Super, Manfred Schneider jetzt auf B2 und der Jörg Buckart jetzt auf B3. Alles hier. Hannover Beckner auf 4. Auf Platz 5. Der Kevin, oder was? Platz 6. Du bist Nimicek, ist der Ball auch vorbei. Fahren. Ein leichter Fehler von Mika Weller und der Christopher Biermann auch vorbeigefahren. Ganz wichtig für den Michael, dass er das Rhythmus wieder findet und da dran fahren kann. Peter Petrovsky hier in die Box. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber hat leider aufgegeben. Da ist das Auto kaputt. Auf Platz 9. Man hat jetzt 1,9 Sekunden weggefahren bei Jörg Buckart. Und Manfred Schneider in die Box. Oh, das ist bitter. Das macht sein Rennen kaputt. Schade, schade, schade. Aber Regeln sind Regeln. Er ist natürlich auf die Softe gestartet, er musste auf die Harten wechseln und ist natürlich wieder auf die Soften gegangen.
Ah, er kriegt jetzt eine Durchsage, dass wir das Whispern nicht hören. Im Livestream. Na, leider hat Manfred Schreiner eine Durchfallstrafe gekriegt. Seine Boxenstopp musste er von Soft auf Hard wechseln und hat Soft auf Soft gewechselt und das nicht erlaubt. Muss andere Compound wechseln. Dafür hat er leider eine Durchfallstrafe gekriegt. Was sehr bitter ist und er war seit gut Magna auf Nickel Heidorf, aber ja, leider. Leider ist so, ja. Michael Heil auf Augen in die Box. Schauen wir, was da jetzt. Hat zurückgewechselt auf die Soften. Anleitung etwas Nachfrage machen. Wir sind gleich zurück. Und Jörg Hucker klärt auch in die Box. Ich glaube, ja, da muss halt auch wieder zurückgewechselt haben. Auf die soften Reifen und die gehen ein bisschen schneller in die harten. Und ist auf Platz 4 zurückgefallen. Gleich hinter der Manuel. Da muss natürlich noch einmal reinkommen. Ja, wir haben jetzt auf der 1 der Manfred Schneider. Aber unsere Manfred muss noch einmal zurückwechseln auf die harten Reifen. Hat der Durchfallstrafe gekriegt und dass er auf die Soft gewechselt hat, aber er muss die harten noch einmal fahren. Bin ich mal gespannt, auf welche Position er dann zurückkommt. Und jetzt Manfred in die Box. Thank you.
Und Manfred Schneider auf der 4 rausgefahren. Jetzt glaube ich, dass er auch Zeit verlieren geht. Auf Jörg Buckert und Michael Heidorf. Wir haben natürlich die Soften drauf und die sind ja erste, sag mal 5, 6, 7 Runden schneller. Jörg Buckert ist der Manuel vorbeigefahren. Ja, der Jörg ist natürlich auf die soften Reifen und der Manuel hat natürlich die harten drauf. Und die sind mehr abgefahren und leiden die Jörg Buckert fahrt nicht mehr dalten. Ich laufe mal alle Positionen noch einmal durch. Auf Position 1 jetzt der Michael Heidorf. Auf Position 2 der Jörg Buckert. Auf 3 der Manuel Birkner. Auf 4 Manfred Schneider. Auf 5 der Kevin Oderwald. Auf 5 Christopher Nemeczek. Und Michael Heidorf mit der schnellsten Runde zwischendurch. Auf Platz 7 Christoph. Auf Platz 8 Christopher Bühlmann. Und ich habe natürlich wieder das Splitscreen vergessen auszuschalten. Sorry Jungs. Und auf Platz 9, Michael Welle, der sich leider dreht. Etwas zu viel Kurve. Kampf zwischen Kevin Oderwald und Tobias Nemeczek geht um Position 5, 6 und schade. Der Tobias Nemeczek war etwas zu früh auf Gas, hat das Auto quergestellt, aber im Endeffekt noch nicht so ganz verloren. Er kann es noch gut machen. Aber da musst du mal richtig Pedal to the Metal mal gut Gas geben jetzt.
Der Manfred Schneider nur fast dran und der Manuel Begner. Und lass die Lücke offen. Die Tür offen, dass der Manfred vorbei kann. Er weiß nicht, dass der Manfred viel schneller ist. Hier sich ein bisschen ranzuhangen. Windschatten. Hier aber. Ah, da verliert er etwas zu viel Zeit jetzt. Wir haben mal die Dubspeeds eingeblendet mit Manuel Begner mit 265 km die Stunde. Manfred Schneider mit 264. Kabela 263. Rest alles wird weniger. Heidorf nur mit 254. Natürlich, er hat noch bei niemandem Menschen gefahren und ich glaube, er fährt mal vier Flügel hier. Leider auf hier 14 Sekunden Vorsprung auf Nummer 2 der Jörg Bogart. Sagen, er ist schon auf der gute Weg, Michael Heidorf, einen Sieg reinzufahren. Aber es sind noch, ich glaube, ungefähr so 18 Runden. Da kann auch von alles passieren. Ja, wieder ein schöner Kampf zwischen Kevin Oderwald und Tobias Nemeczek. Die beiden geben sich mal gut, ey. Boah, super, all die Kurven nebeneinander. Das vorbei, aber der Kevin kann jetzt volle Windschatten fahren. Aber Birken hat auch seinen Stopp absolviert. Oh, Kevin oder was spät. Viel zu spät auf die Bremse. Aber er gibt noch nicht auf. Ja,
Wuckert auch jetzt in die Box. Erlaub mal für das letzte Mal. Damit geht Manfred Schneider wieder nach Position 2. Ja. Oh, Manfred ist noch auf. Ist auf die Harten und. Der Mann über Bittner ist auch wieder auf. Auf Hart gewettet. Ich glaube, da muss er für sein Gefühl besser zurechtkommen mit die Harten. Beide auf in der Box. Und bleib auf P1. Ah, bin ich mal gespannt, wie lange der Manfred da im Klo fährt. Oder dass er seinen letzten Satz Reifen holt. Mein letzter Zauberplatz für den Jörg Wuckert. Bleib mit draußen, der Manfred. Ja, letzte Runde war Manfred Schneider. Rundezeit 1:33.4 und der Jörg Huckert 1:31.9. Das verliert da ordentlich viel Zeit pro Runde, der Manfred. Aber ich glaube, er will nicht so früh kommen. Und die Soften, die bauen auch schnell wieder ab. Später da reinfährt, wie lange der mit der Soften fahren kann. Und Zeit gut machen, aber. Abwarten. Platz 4, Manuel Böckner. Platz 5 jetzt, der Christopher Willmann. Platz 6 und Platz 7, Kevin Oderwald und Tobias Nemitschek. Auf Platz 8, Christoph. Ich kann seine Hintername leider nicht so ganz gut aussprechen. Ich nehme ihn schon bei Vorname Christoph. Beide kommen sich auch immer näher, Tobias und Kevin.
Ah, jetzt nur noch 4,4 Sekunden. Manfred und Jörg Burkhardt. Jetzt jede Runde schnell weniger. Und der Manfred bleibt noch draußen. Und Michael Heider auch mit der schnellsten Runde. 1:31, 1:25. Er gibt schon ordentlich Gas, muss ich sagen. Letzte Runde war der Jörg Bucker 2,2 Sekunden schneller dann der Manfred Schneider. Dreierkampf. Oh. Da geht Christopher Biermann in die Box rein und Kevin und Tobias kämpfen wieder weiter. Will man ja so rein. Los. Leider auch wieder schnellste Runde. Mit 1:30, 9:63. Und der Christoph von Biermann wird jetzt auf eine Runde gesetzt. Ja, Jörg Bucker, jetzt vorbei, Manfred Schneider. Manfred Schneider ist in der Box gewesen. Muss mir die Reifen anschauen. Glaube, war zurückgewechselt. Aber noch immer auf Position 1 der Michael Heidorf. Er kann da glaube ich so ganz entspannt sein Rennen da fahren nach vorne mit 13,4 Sekunden Vorsprung. Auf Platz 2 der Jörg Burkhardt. Ah, jetzt hat Manfred Schneider seinen Stopp gemacht. Wo sind wir irgendwo? Mal schauen. Ja, jetzt haben die sich getäuscht, die beiden. Manuel Beckner auf Platz 3 und auf Platz 4 Manfred Schneider.
um eine Runde mal schauen, ob er das Bock zu fahren kann, dann Manfred. Ja, der Postpunkt von Michael Heidorf ist weit genügend. Muss ich sagen, dass er ja Bukert jetzt so ungefähr 1,2 Sekunden gut gemacht hat. Aber das reicht nicht. Platz 3, Manuel Böckner. Platz 4, Manfred, mal gucken. Ah, letztes Mal hat er... War das schon ordentlich Zeit gut gemacht. Ja, Manfred Schneider, da gib mal gut Gummi. Und Jörg Bukert ist noch an den Box gewesen, sehe ich. Ja. Manfred Schneider, Runde 31,87. Ja. Der Position um Gang 3. Jawohl. Ganz locker vorbei. Außenseite. Sauber gemacht. Thank you.
Und ja, dann können wir auf 1, der Michael Heidorf. Ich weiß nicht, ob er nochmal in die Box fährt oder außen bleibt. Wir werden es sehen. Und ja, der Michael Heidorf fährt auch nochmal in die Box. Noch eine Satz neue Reifen. Nach genügend Vorsprung. Und die zwei hier wieder dick beieinander. Oh, kleine Fehler. Aber noch hier. Auf Platz 5 Kevin Oderwald und Platz 6 natürlich der Tobias Nimmejack. Und jetzt Jörg. Oh, schade. Der Tobias Nimmejack, der dreht sich da etwas zu viel. Aber da war der Jörg Hucker mit der schnellsten Runde, 31,79. Crash hier. Lass mal schauen hier, was da passiert. Das sieht ein bisschen komisch aus.
Ah, der Christopher Wimmer mag sauber Platz. Super von ihm. Hey, da haben wir. Guten Tag, Stefan Dänecke. Hi, Brian. Ich dachte, ich komme mal rein hier. Sag mal hallo. Nochmal kurz. Was heißt kurz? Nee, ich bleibe hier, bis das Rennen zu Ende ist, weil so viel Rennaction haben wir ja nicht mehr. Stimmt. Da können wir nochmal schauen. Ich habe eben gerade noch das Replay angeschaut von Tobias Nemeček. Also ich denke mal, bei dem wird der Bildschirm eingefroren sein. Der ist also die eine Kurve noch ganz normal gefahren, dann die lange gerade. Und dann ist er mit Vollgas in die Bande reingekracht, in die andere Bande und das Auto war immer noch Vollgas. Also ich denke mal, da wird irgendwo sein Bildschirm wahrscheinlich eingefroren sein. Ja, so Vermutung hatte ich auch schon. Ja. Aber ich kann ja den Tobias einfach mal hier reinziehen und können wir einfach fragen, ne? Oh, können wir auch machen, ne? Ja. So, hi Tobias, ich hab dich einfach mal hier reingezogen, hallo. Weil gerade nicht so viel zu berichten ist. Bitte? Ja, wir wollten mal fragen, was passiert ist. Ja, mein Pet hat sich kurzfristig mal gedacht, ach komm, hör ich mal auf. Gut, das ist eine Lenkeinheit war's. Wir dachten so, dass vielleicht der Bildschirm eingefroren ist. Ist leider nicht. Ja, es war halt, ich habe gesagt, es war einmal nur Vollgas, nur geradeaus, es ging nichts mehr. Ja. Ja, ist schade. Hat schon Spaß gemacht, euch beiden zuzuschauen, dir und Kevin. Ach ja. Ja, ja, also mal, rein teamtaktisch, denke ich mal, war es ein bisschen blöd, also weil ich immer das Gefühl hatte, du hättest viel schneller fahren können und wenn du mal einen Dreher drin hattest, dann bist du ja eigentlich jede Runde 1 bis 2 Sekunden schneller gefahren als der Kevin. Ja, es war eigentlich nur die zweite Hälfte von der Strecke. Ja, ja, und der hat ja gereicht, ne? Aber gut. Ja. Nächste Woche können wir wieder angreifen. Ja, ja, genau. Sicher. Das nächste Rennen kommt bestimmt. Aber waren ja easy points heute eigentlich hier zu erreichen. Aber ich glaube, du hast die 75% müsstest du eigentlich haben, ne? Dass du in die Wertung kommst. Ich hab's jetzt nicht im Kopf, habe ich 42 Runden. Ja, doch, doch, oder? Ja. Ja, war ganz schön viel Action hier im Rennen. Also, mein gut, die meiste Rennaction kam eigentlich von dir und vom Kevin. Und dann hat der Manfred Schneider und der Jörg Burkhardt noch ganz schön Action gehabt. Aber bei Manfred musste er eine Durchfahrtsstrafe aussprechen, weil der von Weich auf Weich gewechselt ist. Und dann war der Manfred eigentlich wieder dran, ne, Brian? Und dann, ich weiß nicht, warum er zweimal in die Box gefahren ist. Ja, haben so getippt, dass er vielleicht vergessen hat, einen Boxenstopp anzumelden. Ja, ich habe auch keine Frage, Mann. Ja. Aber das kann man ja nachher nochmal vielleicht nachfragen, was da war. Ja, ich glaube, der am meisten angefressen ist heute nach dem Rennen, wird auch Manfred sein. Aber ich glaube, wir sind jetzt im letzten Runde. Oh ja, dann übernimm mal wieder, Brian. Ja, genau. 40. fertig, sind es jetzt in der 48. Runde, die beiden Führenden. Ich glaube, der Heidhofen lässt ein bisschen Gas raus jetzt. Ja, das macht er meistens, weil er gerne mit dem Jörg Burkhardt, wenn sie 1 und 2 belegen im Rennen, dann fahren sie ganz gern zusammen über die Start- und Ziellinie, ne? Ja, aber ich muss sagen, der Jörg Burkhardt ist noch etwas weg. Ah. Da kriegt der Christopher Burmann noch die Chance, sich zurückzurunden. Ah, wenn er schlau ist, macht er das. Ja, aber er traut sich nicht dran vorbei, wie es aussieht. Ja. Oder? Doch, doch, er fährt vorbei. Er holt sich die Runde zurück. Ja. Ja, jetzt haben sie einträchtig nebeneinander hier, Platz 1 und 2. Ja, ich muss sagen, ja. Machen die beide schon schön. Ja, ja. Also war auch bei beiden kein Fahrfehler zu sehen. Wo der Manfred mal einen Quersteher hatte. Da war bei den beiden wirklich ein schönes Rennen, sich anzuschauen. Also.
So, oh, Platz 1, ja. Mikkel Heider, auf Platz 2, der Jürgen Huckart. Alter, ich hoffe mal, dass der Manfred Schneider mit seinem dritten Platz dann noch halbwegs zufrieden ist. Ja, ich hoffe es. Also noch ist er nicht über Startziel. Jetzt schon. Ja. Und Platz 4, Manuel Bückner. Auf Platz 5, Kevin Oderwald. Ah, noch eine Kurve. Ja, Platz 5 für der Kevin. Platz 6, glaube ich, noch eben. Jetzt auf die lange Gerade. Christopher Böhmann. Ja, hätte ich aber auch nicht erwartet, dass der Christopher vor dem Christoph von Boczikowski ins Ziel kommt. Ich hätte den Christoph eigentlich stärker eingeschätzt, der da momentan noch auf der 7 unterwegs ist. Ja, jo. Und der ist schon in der Box. Ach ja, der ist mit den Führenden über Startziel gefahren, genau. Und der ist dahinter geblieben, deswegen. Naja, dann haben wir Platz 7 Christoph, Platz 8 Michael Welle, Platz 9 Tobias Nemeczek und Platz 10 Peter Petrikowski. Ja gut, dann werde ich mich mal verabschieden hier, weil du hast ja gleich noch ein paar Siegerinterviews zu führen. Hey, jawohl. Den Tobi schiebe ich auch mal wieder in seinen Channel. Super. Ja. Und ich lausche dir noch ein bisschen im Livestream. Alles bis klar. Bis später. Bis später. Hier ist nix. Schau mal hier hin. Direkt hier vorne. Ja? Oh ja? Ja, wo ist das Podium, ne? Alles. Der Platz kann ich nicht lassen. Ja. Frau Schneider, das reicht mir nicht. Moment, Moment. Jetzt? Immer noch, ne? Au. Fast gleich. Warte mal, geh mal zurück. Ey. Ah. Hey. Oh, oh, guck, das passt doch. Passt. Ja. Jörg, du sollst nicht Escape drücken. Doch, mein Lenkrad ist am Knattern. Ist er zu warm, genau wie mir. Ah ja, ihr drei, gratuliere das Podium, ne? Platz 1 Mikkel Heider auf Platz 2 Jörg Huckart und Platz 3 Manfred Schneider. Ah, Mikkel Heider, ja. Anfang sah doch ein bisschen mühsam aus, ne? Ganz nicht so ganz große Lücke weggefahren, ne? Ja, erstmal Glückwunsch an Jörg zu P2 und an Manfred zu P3. Ich wusste, dass der Jörg im Renntrim sehr schnell ist und der Manfred auch. Bin auch ein bisschen komisch unterwegs gewesen am Anfang. Ich habe mich nicht wirklich wohl gefühlt. Und dann wird so mit der Dauer vom Rennen wird's besser. Bin aber zufrieden. Ich habe gewonnen. Was will ich mehr? Ich kann nicht sagen. Ich habe die schnellste Runde. Na, gar nicht. Super, gratuliere. Dankeschön. Platz 2, Jörg Buckert. Mag man sagen, Spitzenrennen gefahren, ne? Ja. War es für dich? Bitte? Okay, war es für dir, das Rennen? sehr anstrengend. Ich bin irgendwie durchgeschwitzt und nass und werde erstmal eine Dusche vertragen. Ja, Glückwunsch auch an Michael und Manfred. Sehr, sehr anspruchsvolle Strecke. Also wenn man hier schnell sein will, muss man wirklich alle Kurven einmal vollends gut getroffen haben.
Ja, vom Quali vom P2 konnten Micha und ich gut behaupten. P1 und 2 im Rennen, ja am Anfang wie Micha genauso. Ein paar Probleme irgendwie, hat nicht richtig wollen. Ja, sollen sein. Also Reifen ein bisschen am Schmieren, hier ein paar Probleme. Ja, im Endeffekt natürlich mit P1 und 2 sehr zufrieden. Ja, gut, gutes Teamergebnis, ne? Besser kann ich, ne? Auf jeden Fall. Ja, gratuliere. Platz 3. Manfred Schneider. Ja, ich bin ich. Oh ey, das war... Was war da passiert mit der ersten Boxenstopp von dir? Ja. Ich habe extra noch nachgefragt im TS. Und dann habe ich eine falsche Antwort gekriegt. Dann habe ich ein bisschen blöd geschaut, wenn ich die Strafe gekriegt habe. Mein Gott, naja. Kann man nichts machen. Im Prinzip war ich ja 5-mal in der Box, aber habe nur... Ja, oder 4-mal. Und habe nur... Zweimal hat es einmal Durchfahrtsstrafe und ein zweites Mal hat er mir der Boxenplatz nicht angezeigt. Wahrscheinlich, wo ich beim Reinfahren bin, ich beim Anbremsen ein bisschen aufs Gas gekommen und habe ziemlich auskorrigieren müssen. Bin wahrscheinlich wieder auf den Knopf gekommen und dann war mein Boxenplatz weg. Da habe ich noch einmal raus müssen und dann noch einmal rein und nein. Ein bisschen. Ja, was soll ich sagen? Ziemlich viel schief gegangen. Und dann ja. Trotzdem doch noch B3 reingefahren. Wäre noch eigentlich, ja, ich glaube, ein bisschen mehr drin gewesen heute. Aber. Ja, am Anfang warst du ja sau schnell. Sicher nach der ersten Stopp warst du, glaube ich, sehr schnell. Ja, es wäre eigentlich gut gegangen, aber nachher das halt ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, ein bisschen ein komisches Gefühl gewesen im Bauch. Naja, halt ein paar Sachen noch dazukommen, aber trotzdem noch ein dritter Platz. Ich sag, ist noch halbwegs gerettet, das Ganze. Super, ich muss sagen, hat Spaß gemacht, um anzuschauen. Super gefahren, Jungs. Jo. Ja, ich muss sagen, erstmal danke. Wie bitte? Glückwunsch ans Podium. Oh, lecker. Dankeschön. Dankeschön und ich würde sagen, Leute, bis nächstes Rennen, das haben wir auf der Red Bull Ring. Auf Mainz, ja. Ja, das würde ich sagen, viel Spaß und bis nächstes Mal. Tschüssi. Ciao. Ciao.